Ja, zurückbewegen. Todeswache der Taurimoa, Jana. Das bin ich. Die müssen zu mir kommen, denkt dran. Naja, aber Ich mir habe hat sie sich gerade sehr getortet. offensichtlich offenbart und zu Also dir sie gibt es müssen nicht mehr keinen. zu Boltax kommen. Und zu dir gibt es keinen Weg. Entsprechend nehmen wir erstmal den hinteren, Kampfsituation hat sich auch gerade verändert, machen wir also. einen locker flockigen Sturmangriff auf Abelmir, denn natürlich sind wir durch und durch zu dir. Abelmir, Sturmangriff, da darf leider keine Finte rein, entsprechend nehme ich mir nur eine 3 zur Schadenserhöhung. Für insgesamt eine plus 7. Du hast insgesamt aber noch 3 Punkte Attack und Paradeerschwernis. Du hast Was recht, willst verzichten wir auf die 3 zur du? Was Schadenserhöhung. sagen Für die? insgesamt eine plus 7. Ein Wuchtschlag wird auch oder ein Sturmangriff wird uns sicherlich auch reichen. Der würde gelingen. Möchtest du parieren? Warte, habt ihr es? Seht ihr Gesehen. das? Ich Nee, sehe ich es auch würfel nicht. nochmal. Okay, ich würfel nochmal. Also wirklich auf dem Fenster landen. Der würde trotzdem gelingen. 3 oder 4, keinen Schön. Unterschied. Ich muss ihn noch parieren, oder? Du musst ihn noch parieren. Ah, da haben wir kriegen eine freie Parade. Okay. Nicht so clever. Gut. Der zweite. Sieht sich gerade zwar in der Überzahl, aber nein, er greift Kannst trotzdem Kieras an. angreifen? Richtig, er greift trotzdem einmal Kiaras an. Ich bin überlegen, ob sich ein Befreiungsschlag lohnt, aber es wird zu schwer. Machen wir einfach auf Kiaras mal eine Viererfinte. Für insgesamt eine plus 7. Das ist dann Erschwernis von 7 auf der nächsten Attacke, ne? Nee, von 4. Gut, die 4 ist durch. Boltax hat er vorgezogen, ist auch fertig. Isaro, Nachtsehen. Ist das noch die gleiche Kampfrunde? Überlege Ja, gerade, ne? du hattest einmal, bist du ausgewichen, du bist einmal ausgewichen und du hast eine Aktion Position gemacht, um dich umzudrehen. Ich glaube, du bist auch Ich glaube, fertig. ja, Du hast noch das freie dürfte ich Aktionen. nämlich auch. Nee, eine freie Aktion habe ich ja auch schon verwendet, um Attack zu labern. Stimmt. Ich bin komplett durch. Wenn dann ihn über. Achso, wenn dann ihn noch über 20 wäre, hättest du noch eine. Habe mir bei der 23. Ich habe noch beide Attacken, weil ich habe hier gerade Ist durch die korrekt. Ja, Einsatzparade. du hast keine Parade aufgewendet. Dann würde ich umwandeln und 2 Attacken jeweils plus 5 auf den, der mich gerade angegriffen hat, machen. Also Hm, einmal plus 5, der steht einmal auf plus DKS. 2. Da sind keine Wuchtschläge wirklich. Falsche Distanzklasse. Ich bin da gerade eben näher gekommen, ich hab die gar nicht Stimmt, Nein, richtig? du hast gesagt, dem, der dich angegriffen hat. Der dich angegriffen hat, war der Sturmangreifer. Sorry, Du dennoch den anderen. Fuchs! Sorry, den Du habe ich das gerade Fuchs! missverstanden. Sorry. Gut, also 2x plus 5, wie gesagt. Ja, Ja, muss. Würfel. Ja. Auf den nächsten jetzt halt nochmal eine Flunwa. Also Ja. einmal umwandeln plus 4, plus 5er Ansage, plus nochmal Plus 5er 5. Manöverstrafe. Richtig, dann bist du bei einer plus 14. Gut, also beides mal nicht geschafft, wie gesagt. Ja, dann ist deine nächste Attacke um 10 erschwert. Gut, dann deine Nee, nächste nur um 5. Aktion. Nee, nur um 5. Er hat die Manöverstrafe aus der ersten, ja, ist in der zweiten abgebaut und nimmt nur die 5er Manöverstrafe aus dem geförderten Manöver Das mit. hast du recht. Aber mir ist Wir wollen hier schon durch. fair sein. Ich bin durch, ja. Ja, was? Gut, sie ist auf mich zugekommen. Gezielter Stich. Nicht Geht der nicht, Rüstung. DKS. Das ist so gut, wenn ich jetzt mal Daro bei der Seite habe. Ja gut, dann Angriff, um in die Reichweite zu kommen. Kannst du machen. Keine Parade mehr. Doch. Er hat die Parade noch. Sie Hat ist er nur um 4 noch? erschwert. Hast du nichts Also gemacht? insgesamt um 7. Ach so, weil er nicht auf 0 ist. So wie Diese ich. ist gelungen. Ja, ich mach nochmal. Da wird er ja dran kommen, nehme ich an. Kein Schaden, aber er ist dran. Jetzt sieht er schlecht. Mit der linken Hand geht das? Nein, es Ich geht kann nicht, denn es zwei darf man. Reinhandwaffen, also Scheiß auf Linkern. Ach, du bist ein Weil BHK. Dann geht es ich erst. bin Dann immer geht ein es BHK. Erst recht nicht. Denn deine BHK-Aktion darf maximal eine 4er Ansage haben. Kommt drauf an, wie viel Rüstung du hast. Hast du Rüstung? Ja, die haben eine Rüstung von Frosty 4. Ja. Da Rüstung kann von ich 4. tatsächlich nichts machen. Ich meine, das Und liegt an von dir, ob du nicht daher nachgeladen gebe hast, ich hättest du nicht mehr. dir. Von daher gebe ich dir nochmal einen Schlag. Das ist okay. Ja, getroffen. Schaden. Bonus 9 egal, nehme ich an. minus 4 sind 5 TP. Nächste Kampfrunde, wenn ich Jetzt niemanden zieh übersehen habe. vor. Stopp, Ich warte möchte mal, auch ne? vorziehen. Nächste Jetzt zieht der Kampfrunde. Stich. Jetzt darfst du vorziehen. Keras ist der Erste. Ah ne, Moment. Was willst du machen? Möchtest du parieren? Ich werde parieren. Finte. Also ich ziehe da Stich und Finte, oder? Nein, 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 nur eine Finte. Okay. Parade ist misslungen.
Au! Und das ist ein gezielter Stich, ne? Warte mal, Nee, nein, das war nur eine Finte. Achso, das war nur eine Finte. Was für ein Schaden. Jetzt hast du keine Parade mehr, oder? 13 minus 4 sind 9 TP. Er hat noch die Parade, jetzt war Aktion, mein Junge. Ja, willst du umwandeln? Das ist meine Frage. Du kriegst alle deine Aktionen durch, bevor ich dran bin, richtig? Natürlich, ich bin auf 26. Aber mir kannst du mal deinen Blitz nehmen und nach Hause gehen. Warum? Warte, dann ist es opportun. So krasser Zauber, ne? Meine umzuwandeln. Zweite Aktion. Es ist opportun, umzuwandeln. Ich werde entsprechend eine umgewandelte Parade machen. Jetzt dreimal parieren? Zweimal. Ja, zweimal parieren, ja. Ja, nur zweimal. Ich bin nicht allein. Nicht ganz. Ja, gut, ich finde dich schon wieder. Wir haben kein Schild in der Hand. Ist okay. Finde ich dann wieder. Dies ist allerdings diesmal. Ach, der Schwert. 4 plus. Plus 9, also. Ja, die 18. 21, 18. Nicht geschafft. Nicht geschafft, nee. Schaden. Da freust dich nicht mal, du hältst die LP mit. 12 minus 4 sind 8 TP. Du musst deinen NSCs mehr Rüstung geben, ehrlich. Das sind doch einfache, ganz einfache Leute. Du kriegst eine dritte Attacke rein. Die Bluttempler hatten 8 Rüstung. Die Bluttempler sind doch bei HLH geweiht, sag ich mal. Du kriegst eine dritte Attacke. Das ist okay, solange es keine gezielten Stiche sind. Oh. Nur 8. TP. Interessiert ihn nicht. Gut, Kiaros ist fertig. Iserun wollte vorziehen. Richtig, ich mache eine Aktion Armatrutz. Das ist insgesamt ein Modifikator von plus 5. Heftig. So, oh, da ist das gute Stück. Und, warte mal, ich muss mal gerade meine Punkte zusammenrechnen. Einen Moment. Aber mach ruhig schon weiter. Gut, das heißt, du wolltest nur den einmal vorziehen. Abelmir, wolltest du vorziehen? Ja, klar. Dann los. Den ersten, Der schon Schaden gefressen hat. Genau, den. Der ist jetzt weggesticht. Genau. Den würde ich attackieren mit einer 5er Schwere zur Vivorien. Vivorien-Attacke. Ist gelungen sogar. Keine Ansage drin, das nehme ich den, glaube ich. Ja, gute Entscheidung. 7 sind 3 TP, interessiert ihn nicht. Und ich würde noch zweite Attacke in der Werfwehr werfen. Auf den gleich nochmal. Ja. 5er Wuchtschlag. Mhm. Gucken wir uns die an. Denk an die 4er Manöver. Oh, oh, was? Preis ausweichen. Eins geht immer. Eins geht immer. 20. Jetzt, doch, warte. Bestätigen. Ist sogar bestätigt. Oh, das bestätigt. Ist sogar bestätigt. Würfel mal Patzerwurf. Boah, aber mir, du denkst dir bitte was Schönes aus. Ich will jetzt, Dolper, ich will, der verliert ich will damit. Jetzt, ich will jetzt eine schöne Beschreibung hören. Denk dir was ich aus. Ich greife ihn schräg von schräg oben an. Er gerät irgendwie in Stolpern über seinen, die Leiche, die er vorher rum hat, über einen Totenschädel. Er stolpert leicht und stürzt mir entgegen und fällt mit seinem Hals in meinen Säbel und ja, ich schneide ihm den halben Hals durch. Und eine Blutfontäne spritzt durch die gesamte Halle. Und ja, er sinkt röchelnd zu Boden. Kieras, Ausweichenprobe. Das ist nicht keine Aktion, einfach nur eine Ausweichenprobe. Ich weiß nicht aus. Du bekommst das ganze Blut direkt in dein Gesicht. Gut, der Hals klappt zur Seite, der Kopf geht auf die Knie, sinkt in dem leichten, schimmeligen Wasser zur Seite und fällt gegen deinen Körper. Aber mir, nächste Aktion. Aber mir hat keine mehr. Aber mir hat keine mehr? Nein, ich habe zwei Attacken gemacht, genau. Gut, wollte Boltax vorziehen? Nein, ich wollte nicht vorziehen. Gut, dann, Was war von du die Todeswache einen hast du noch. Moment, hat die eine Todeswache gerade eben viermal pariert? Nein. Ausgewichen. Sie ist einmal, sie hat zweimal pariert, dich, und ist dann einmal frei ausgewichen. Und der zweite Wurf war die Bestätigung. Du fühlst dich doch wie ein Tank. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du mir einen Chip geben, damit ich jetzt keinen Hammerschlag auf Abelmir mache? Nein, mach mal. Okay, Hammerschlag auf Abelmir. Moment, ich würde gerne vorziehen. Okay. Ja, dann muss ich jetzt wohl nochmal den Archifaxius. Dauert zwei. Okay, du kriegst zwei Aktionen vor mir durch, ja? Mach. Ja. Wieder plus 5. Und er ist mir letztes Mal nicht gelungen, das heißt, er ist nochmal schwer. Stimmt, weil du einen nicht geglückten Zauber schnell wiederholen willst innerhalb von 5 Minuten. Ja, immerhin müssen Geoden keinen Spruch machen und deswegen kriegt er keine Erschwernis von Silenzium. Muss die zweite Wache nicht noch die Erschwernis vom letzten Mal abbauen?
Wie viel ist er jetzt nochmal erschwert? Weil Sturmangriff meinst du? Ja. Und? Nee, den Sturmangriff hat er schon längst abgebaut. Nein, das war letzte Runde. Er hat dich angegriffen. Der Sturmangriff war nicht letzte Runde. Der Sturmangriff kann nicht letzte Runde gewesen sein, sonst hätte ich dich letzte Runde nicht normal angreifen können. So, Botox, hör mal deinen Spruch. Ja, müsste plus 8 sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe. Ich sowieso nicht. Erzstrahl, schauen wir mal. Er hat letzte Runde seine Parade gegen dich versagt, entsprechend hat er keine Manöver. Alter, nein! Bam! Okay, Schaden. 1d6. Das ist ärgerlich. Ist die KK erschwert? Zum Stehen bleiben. Ja. Um wie viel? Ich glaube um 1 insgesamt. Ich glaube die Jungs haben das selber KK. Denke natürlich. Was auch die, das sind doch die Drachen, das ist die Elite von, vom Mittelreich. Naja, Abel. Ja, kriegt der 5 TP, aber bleibt stehen. So, ja, und nochmal Schlag Abel, ich würfel erstmal, dann gucken wir. An Rüstung. Plus 8, plus 3. Ist geschafft. Plus 11? Mhm. Angriff ist 21. 21er Angriff, habe ich reingeschrieben. Also, du kannst den bestimmt chippen. Ich habe auch kein Chip mehr, ich habe von Finish Kieras aufgenommen. Kann den bestimmt chippen. Nein, es ist kein Angriff auf Kieras. Du kannst frei ausbrechen. Dann probier ich frei ausbrechen. Oh, Junge, Alter! Lacker! Ich würde dich bitten, dass du... Achso, ich habe den Schaden hier drüben, ne? Das ist ein... Du hast die Großen, hast du, ne? Wer spricht jetzt? Die Drachenkatisten, ja, genau, ja, die schwarze Schwert. Ich würde mal exemplarisch würfeln. 12x3 wären es gewesen, aber ich glaube, das wäre sehr Ripperoni. Ich glaube, es wäre 11x3 plus 1, weil TPKK da nicht reinzählt. Doch, klar, TPKK kann man rein. Tut sie nicht. Oh, warte, doch, es geht um den Crit. Ich habe mich vertan. Ja, es geht um den Crit. Gut. Crit geht die TPKK hier rein. Beschreibung Glück von Ademir. Was tust du? Du siehst, wie das schwarze Schwert auf dich niedersaust. Ihr saust direkt auf mein verdutztes Gesicht. In letzter Sekunde kann ich meinen Körper athletisch, fast spielerisch aus der Waffe rausbringen und die Waffe schlägt mit einem wahnsinnigen Knall in den Boden ein. Die kleine Tür wahrscheinlich. Ja, stolperst ebenso über den Totschädel, der auch der ersten Todeswache eben zum Verhängnis wurde und verlierst so ein bisschen die Übersicht im Kampf. Auch deine Initiative sinkt auf 19. Gut, dann bin ich mit meiner 0 dran. Ich habe noch zwei Leute. Einmal Angriff auf Isarun und der zweite wird eine Aktion Position machen in Richtung von Isarun. Ich kessel dich ein. Ich mache erst eine Aktion Position, dass ich im Kampf mit dir bin. Kann ich Zielschlag? Ja, doch. Ja, kannst du bekommen. Zielschlag. Dann bin ich aber im Kampf mit Isarun und bekomme noch einen Überzahlbonus für meine zweite Wache. Der bekommt eine gescheuert. Gib ihm TP. Junge, Alter. 12 minus 4 sind noch 8. Ist er sicher, dass er diese Runde angreifen will? Und mir den Rücken zudrehen will? Eigentlich wollte ich jetzt nur für diesen Einschlag Isarun mal kurz ins Gesicht batschen. Ja, aber ist er sicher, dass er mir den Rücken zudrehen will? Nee. Okay. Also die werden ja nicht nach ihrer Klugheit ausgewählt. Das ist ja so wie bei mit Elfen. Schafft er, glaube ich, nicht. Ne? Hey. Wenn er weiter geblitzt ist, schafft er das nicht. So, das war jetzt der erste, der sich positioniert hatte, ne? Du hast noch einen. Nee, einer ist positioniert und der andere hat angegriffen, umgewandelt und damit sind beide durch, weil sie keine zweite Aktion mehr haben. Sind auf der Eni-Null. Ja, okay. Dann mache ich jetzt zwei Angriffe auf den, der näher an der Treppe steht. Also hier. Hattest du nicht schon eine Aktion was gemacht? Name hat drauf gedrückt. Ja, stimmt. Eine Aktion hast du noch. Genau, dann, ja, Attacke. Ich mache einen Wurfschlag 5. Der soll gelungen sein. Kann ich frei ausweichen auf der Null? Bin ich sowieso schon. Ja, du hast deine normalen zwei oder so auf der Null. Du hast doch deine Aktion jetzt schon umgewandelt und du hast ja nur diese eine Aktion auf der Null. Ich habe doch noch eine freie Aktion. Ja, gut. Ich müsste mich danach wieder positionieren. Nee, ich muss mich danach positionieren. Mach Schaden. 11, minus 4, 7 TP, nimmt er, kein Problem. Dann ist diese Kampfrunde vorbei, nächste Kampfrunde. Was für eine Erschwernis kriege ich, wenn ich dem Typen, der mir gerade den Rücken zugedreht hat, den Schwertknauf in die Schläfe rammen will? Oh, willst du Betäubungsschlag ansagen? Ja.
Also Betäubungsschlag musst du nachgucken, ansonsten du kriegst eine minus 5, weil du in seinem Rücken stehst. Du musst halt über die K.O. von ihm kommen, mit deinem TPA. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also, ich würde sonst erstmal handeln, es sei denn, andere wollen vorziehen. Du kannst in der Zeit nachgucken. Ja, ich guck mal. Will niemand vorziehen, dann zwei Angriffe auf Iserun. Ich will dann vorziehen auf meinen... Ein Wurfschlag 4. DKS. Ah, ich muss erstmal ankommen. Stimmt, ich muss erstmal ankommen. Achso, das ist ein neuer Gegner. Das war der Sturmangreifer. Dann muss ich, komm jetzt mal ran. Ich zieh mal einen Meter zurück, damit man das sieht. So. Normale Attacke. Mhm, wird pariert. Nicht mit einer, warte, ich habe eine 18. Ne, ist gelungen. Yeah. Du Lacker. Schaden? Gibt keinen Schaden. Ist ein Achso, war nur zum Unterlaufen. Okay, ja, du hast recht. Gut, dann stehst du jetzt auf N. Willst du weiter umwandeln? Ich würde warten. Dann fange ich jetzt tatsächlich mal mit meinen Todesdienern an. Zwei Angriffe gegen Isarun. Ja, ich ziehe vor. Betäubungsschlag ist nicht drin. Gibt es nicht ohne Sonderfähigkeit. Und darf ich mit Fechtwaffen eh nicht machen. Also von daher. Minus 5 für den Rücken. Ich will mich positionieren, dass ich nicht mehr mit dem Rücken stehe. Ich möchte mich so hier so hinbewegen. Oder so zwischen den beiden stehen, als ich mich nicht ignorieren kann. Kriegst du zwei Passierschläge? Sie haben ja beide. Wieso denn zwei? Wenn du mit dem Knopf deiner Waffe mit Tappungsschlag machen willst, geht das auf Raufen. Sie haben mir beide den Rücken zugedreht. Warum kriegen sie die Nee, der okay, den einen muss ich hier durchgehen, aber der andere würde ich auf alle Fälle. Gut, dann will ich mich nur so bewegen, dass ich dem nicht mehr den Rücken stechen muss. Also in die Seite. Ach, der ja, ist da runter. Ich wollte gerade sagen, wenn er runter ist, ja, ja. Eine Herausforderung zu sehen, dann stecken. Ich hab's gerade gesehen, deine Waffen sind runtergeweiht. Ja, ich werde ihn nicht in den Rücken stecken. Überredenprobe. Gut. Er dreht dir immer den Rücken zu, extra. Nee, alles ja, klar. Er dreht sich um. Er dreht sich um und damit ist Iserun nicht mehr in Unterzahl. Ja, dann schlecht. Verteidigt er oder will er angreifen? Eigentlich hat er ja schon gesagt, dass er angreift. Er wollte dich angreifen. Er wollte Iserun angreifen, jetzt greift er halt dich an. Also nein, er kann nicht parieren. Sehr schön. 10 auf den 8er sind 9 TP. Ja, nimmt er. Ich habe ihn nochmal. 10. 2 sind 4 TP, nimmt er. Ja, und war das eine Freiaktion, sich in den, oder war das eine Position? Ich muss gerade gucken, wie viele Aktionen, wie viele Attacken hast du denn gemacht? 2. 2? Nee, du hast ihn provoziert mit dem Überreden, also wird das, keine dritte, du hast keine dritte Attacke mehr. Okay. Gut, Iserun, vorziehen. Ich wollte jetzt erstmal aufs Parieren warten. Gut, ich hab dann, nicht gesagt, dass ich vorziehen gut, wollte. Gut, dann greife ich zweimal an, einmal Kiaras und einmal Iserun. Das sind meine Drachenkatistern. Nee, gar nicht, das sind die Mordbrenner. 1 Iserun und 2 Kiaras. Und beide nicht treffen. Ja, also abgesehen davon hattest du ja schon angesagt, dass beide mich angreifen wollen. Ich hatte gesagt, ich hatte gesagt, dass sie attackieren wollen, genau. Ja, ist ja jetzt eh egal, weil sie beide nicht getroffen, genau. Aber ich greife jetzt. Nee, warte mal, wir müssen da rein. Du wolltest auf die Parade warten. Wenn du keinen Kampfgespür hast, kannst du die nachträglich umwandeln. Aber du kannst ja weiter warten. Boltax ist dran. Ja, ich würde. Entschuldigung, die Todeswache von Jalan ist dran. Tatsächlich? Ja, von Daru. Ich könnte Abel mir angreifen. Ach so. Ja, komm, ich greife Abel mir an. Steht auf Ende. Ich weiß. 3 auf Hinte. Hey, machen wir einen Befreiungsschlag. Gelingt. Das heißt, normale Parade nur für mich? Normale Parade. Ach, normale Parade. Lacker. Gut. Dann ist irgendwann kriege ich dich. Ja, ich würde beginnen, Halluzination zu zaubern. Oh nein!
Du parierst auf die 19? Was denn? Ja, das ist ein Attribut. Geh nach Hause. Und ich würde wie viel Gewandtheit hast du? Entschuldigung, Boltax. Ich? Nee, aber mir, wie viel Boltax? 18. 18er Gewandtheit. Ich habe einen Punkt auf Attacke und Parade dazu bekommen durch Grundwerteverbesserung. Boltax, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Ja. Nee, ich würde keine Halluzination zaubern, weil dafür müsste ich am Ende ja einen Ausspruch tätigen. Drei, nein, ich zwei, bewege mich. Ich bewege mich. Also. Hä? Moment, habe ich irgendwas Falsches angeklickt? Wieso kann ich Goldherz nicht? Wo bist du hin? Ich würde mich gerne. Ja, genau. Also hinter den von Abelmir bewegen. Ja, mit einem freien Schritt kriegst du das hin. Du stehst zumindest an der Seite hier. Hinter. Ja, hinter. Also beide Aktionen dafür aufwenden. Bei der Aktion kriegst du Passierschlag. Passierschlag, ja. Jo, ist in Ordnung, nehme ich. Das erscheint mir getroffen. Warte, 11 plus 8, 8 plus 3 plus ist den Blitz. 23, ist nicht getroffen. Jo. Gerade so. Glück gehabt. Ja, und mich auf Distanzklasse N heranbewegen. Von du stehst uns am Rücken. Von den Nackern was dann, ja. Kannst du machen. Isaron darf jetzt umwandeln, wenn sie mag. Genau, dann möchte ich jetzt halt zweimal angreifen. Das erste mache ich einen 5er Wuchtschlag. Der hat geklappt. Hier 13. NTP, ja, noch nimmt er die. Ja, dann würde ich in meiner zweiten Aktion eben umwandeln, das ist die plus 4 und dann noch ein 2er Wuchtschlag hinterher. Umwandeln, das ist ein plus 6. Mit dem Wuchtschlag. Ja, der hat aber auch geklappt. Treffer, Schaden. 10. Schon der Schaden mit drin, ja, aber nur ein 2er Wuchtschlag sind. Noch ein STP. Und ist fertig. Abelmir hatte vorgezogen, Fragezeichen. Ich hatte beide Aktionen verbraucht. Jaras hat auch schon zugestochen. Dann nächste Kampfrunde. Blitz ist durch. Orientierung. Blitz ist durch? Bin der Meinung, ja. Von ja, nice. Beiden. Also kommt die Orientierung. Z-Effekt, Z-Effekt halbe Aktionen. Also bei mir 8 Aktionen. Die sind um. Ja. Dann sind sie um. Ich glaube, der von Iron hält länger, aber ich kriege jetzt 15 in hier oben drauf. So, wann? Nee, nee. Wenn du dich orientierst, dann gehst du auf deine. Ich will mich aber nicht orientieren. Also, ich will mich mit meinen ja, orientieren. Du, das kannst du gerne machen. In die Basis plus die vollen 6. Das kannst du gerne machen, aber ich will nicht. 16, dann bin ich auf der 22. So, aber mehr. Jetzt wird abgerechnet. Ich würde vorziehen. So. Du ziehst einen Scheiß vor! Aber mir. Ich würde vorziehen, blitzig find. Hinterher. Ja, kann ich vorziehen. Wieso? Also, weil wir aus derselben Inni sind. Warte, wie hoch ist deine Inni-Basis? 11? Aus dir, wie hoch ist die Inni-Basis, der Junge? Warum bist du da auf der 19? Ah, nee, 12. Wie? Weil der Blitz gerade abgefallen ist. Nee, du musst dich erst orientieren. Du musst dich nicht orientieren nach einem Blitz. Du kriegst die Inni wieder, die du hattest. Ist das so? Das ist so. Der Blitz erfordert kein Orientieren. Du kannst dich während dem Blitz nicht orientieren. Und ich könnte mich jetzt orientieren, um dann auf, ich glaube, 22 zu kommen. Aber. Das will ich nicht. Ach so, ich dachte, du musst dich immer wieder neu orientieren, damit du nach oben kommst. Gottes Willen, nein. Okay, ja, dann wird's interessant. Der Zauber hat Wirkungsdauer zu der 4 halbe, nicht augenblicklich. Das ist ja schön. Jetzt wird das ja richtig interessant wieder. Dann habe ich die höhere Inni-Basis, Abelmir. Also, Abelmir, was tust du? Ja, ich wollte dich blitzen. Okay, dann hau ich ihn. Wenn er anfängt zu zaubern. Fahr mal schön 4er Wuchtschlag rein. Möchtest du dies parieren, haben wir? Ja. Dann unterbricht deinen Zauber und würfel deine Parade. Gut. Aber unterbrochen. Gut, ich wandle um und gebe noch einen 4er Wuchtschlag. Moment, dürfte ich jetzt nicht vorziehen? Verspreche dich, ich hab gepatzt. Ja, du darfst vorziehen. Ja, dann blitze ich ihm jetzt von hinten. Das kannst du tun. Nein, schaffe ich nicht. Nicht durch die MR durch. Nee, nicht durch die MR durch. So, warte, wir müssen das von vorne nach hinten aufrollen. Boltax hat die erste Aktion geblitzt, passiert nichts. Dann musst du ein zweites Mal jetzt. Du bist jetzt dran. Boltax.
Ja, bei der Aktion habe ich nichts angesagt. Ich kann es nicht ändern. Eins. Also ich bin defensiv in der zweiten. Gut, dann tust du nichts. Iseron ist dran, 18. Ist das jetzt die neue Kampfrunde? Neue Kampfrunde. Er hatte sich einmal orientiert und hat jetzt eine Aktion hat er noch. Eine Aktion hat er noch. Wie vielte Kampfrunde ist es? Das ist jetzt die fünfte. Okay, das bedeutet, ab der sechsten hat er wieder seine vollen Dings da. Inni. Wieso? Er hatte... war er bei sechs? Ha, das ist so zehn das, das ist der also, Trick. Er hat, der Zauber wirkt 10 Aktionen, aber die Jungs haben nur eine Aktion pro Runde. Das ist ja interessant. Ich dir vor. Ist das so? Ich weiß nicht, ob es halt... Das Problem ist, wenn der Divakation ist, dir sagt, er wirkt so und so viele Aktionen, sagt er dir nicht, wessen Aktionen. Ja, kann auch Aktion von Iseron sein. Also, richtig, und was ist denn Gerard, das 3 Aktionen pro Runde hat? Hat er dann 3? Ja, aber das wäre ja also auch dann assi, wenn ich 3 Aktionen pro Runde hätte, dann wäre er ja irgendwie viel schneller vorbei. Genau, also, nein, ja, aber es ist auch assi, dass du jetzt nur den halben Wert des Zaubers bekommst, dass du nur eine Aktion pro Runde hast. 2 Aktionen pro Kampfrunde. Genau, wir rechnen mit den ganz normalen 2 Aktionen pro Kampfrunde. Iseron, du bist dran, er hat noch eine Aktion offen. Iserons Zauber wirkt aber noch. Genau, also meiner wirkt ja ein bisschen länger als der von Abelmir. Dann ist er auch auf der 0. Man könnte sagen, Iseron hat den längeren. Ja, ich habe den längeren hier. Ich hatte nur noch die 4 Aktionen oder die 4 Kampfrunde, die ich mir notiert habe. War das für Iseron mehr? Ja, dann hat er sich auch bei nicht orientiert. Bei mir sind es halt volle 5 Kampfrunden. Dann ist der nächste wieder fit. Okay, aber ich bin trotzdem dran, wie ich das richtig verstanden habe, ja? Er möchte dich angreifen, er hat noch nicht angegriffen, er würde dich angreifen. Ja, dann möchte ich seinen Angriff abwarten, damit ich parieren kann. Und dann kommt jetzt der Streitkolben. 5 würde er treffen. Dann würde ich versuchen, eine Meisterparade 4 zu machen. Die ist gelungen. Gut, dann ist seine nächste Aktion um... 4 Punkte erleichtert. Mache ich einen 10er-Wortschlag, Jungs? Ja. Warum nicht gleich einen 9er machen? Warum nicht gleich einen Hammerschlag? Weil ich das nicht habe, du. Dann mach den 9er und spar dir den Bruchfaktor. Eben. So, 9er und die 4er Erleichterung, also insgesamt plus 5. Jetzt die 20, komm. Oh, das ist ein 19. Ich glaube, den möchte ich checken. Ah, schade. Es kann immer noch schief gehen. Jetzt kommt kann immer noch der Wasser. Jetzt kommt die 20. Hier ist noch alles noch drin, okay. Ja, gut, dann Schaden. Kannst du ja schon mal eine Beschreibung überlegen. Aua. So, das geht mal locker. Trefferzone, bitte. Ja. Schade. Na gut, dann beschreib. Ja, Iseron blockiert mit einer ziemlich eleganten Parade den Schlag mit dem Streitkolben. Führt den dann halt so ein bisschen zur Seite weg, so dass das rechte Bein des, wie heißt der nochmal, Drachendiener? Wie heißt der? Todesdiener von Todesdiener. Todesdiener. Des Todesdieners ungeschützt da liegt führt dann einen Rückhandschlag auf das Bein, trifft und trennt es ab. Eine Aktion hast du nicht mehr. Nein, du bist durch. Ich habe pariert und ich habe attackiert. Dieser Runde ist durch. Abelmir. Ich habe nur eine Aktion. Ich habe nur eine Aktion. Ich habe nur einen pariert. Ja, du hast aber auch einen Zauber angesagt. Korrekt. Den Zauber, den du abbrechen musstest, um zu parieren. Gut. Dann sind nur noch ich und der andere. Du kannst natürlich auch eine Selbstbeherrschungsprobe machen, um Störungen zu ignorieren, aber. Ja, dann hätte er den Schlag nicht, nehmen. Dann hättest du nicht dann hätte er den Schlag nehmen. Genau, richtig. Posti, ich habe meine zweite Attacke schon angesagt, etwas übereifrig. Ich habe die 20 auch schon gewürfelt, deswegen werde ich jetzt der Fairheit aber nur noch bestätigen. Dies ist kein Patzer.